Einen wunderschönen guten Tag, Freunde chinesischer Gimbals. Ich habe heute einen Schuhschrank für euch. Nein, natürlich nicht. Ich habe einen Gimbal. Jetzt habe ich euch aber verwirrt. Es ist der iSteady Multi. Wurde mir von Hohem zur Verfügung gestellt. Den gibt es bei Amazon zu kaufen mit Versand aus Deutschland und kostet 159 Euro und heißt iSteady Multi. Warum Multi? Hier abgebildet ist, das könnt ihr vielleicht sehen, eine Kamera. Allerdings kann das Ding noch mehr. Es kann eine Kamera stabilisieren, also bis 400 Gramm muss man dazu sagen, also jetzt nicht jedem x-beliebige. Dem Ding sind Grenzen gesetzt, aber auch ein Smartphone oder eine GoPro, wenn man eine hat. Ist schon ein bisschen was Besseres, auf jeden Fall. Ich bin damit schon so ein bisschen rumgerannt und das Testgerät, welches ich dafür genutzt habe, das ist ein Humidigi A3X, wenn ich mich nicht irre. Und das fand ich ganz interessant. Warum? Weil das Ding hier, also Benachrichtigungen, meine geheimsten Benachrichtigungen hier wegswipen. Das Ding hat sowas von überhaupt gar keine Videostabilisierung. Das ist völlig entstabilisiert. Und da ist natürlich der Nutzen von einem Gimbal umso höher als bei einem Smartphone oder einer Kamera, die halt ohnehin schon super stabilisiert ist. Da habe ich dann später auch noch entsprechend ein Beispielvideo für euch mit einem Vergleich, eben mit dem Humidigi, schon mal von hinten gezeigt. Ich hänge total hinterher. Das ist jetzt bestimmt seit 2 Wochen mein Daily, das Humidigi 3X, und ich komme auch nicht dazu, weil ich einfach zu viel zu tun habe. Aber ich kann einfach mal schon mal spoilern für diejenigen, die jetzt das Video schauen und zufälligerweise auf das Review warten. Als Daily geht das total klar, obwohl es spottbillig ist. Und das gibt es auch aus Deutschland. Schön. Okay, machen wir mal ein ganz, ganz schnelles Unboxing. Ich will das hier gar nicht groß zelebrieren. Erstmal das Gimbal selber. Kleines USB-Kabel. Hier ist noch ein USB-Kabel, ist ein Mini-USB-Kabel. Das Gimbal ist so ein bisschen spezialisiert für Sony-Kameras. Steht da heißt in der Beschreibung drin, wie gesagt, die verlinke ich ja ohnehin in der Videobeschreibung. Hier steht für Sony RX, aber auch für Canon PowerShots, Panasonic Lumix, im Großen und Ganzen eigentlich für jede Kamera. Aber im Speziellen für Sony, weil da kann man irgendwie mit dem Kabel kann man dann die Kamera steuern. Smartphones kann man selbstverständlich auch steuern mit einer dazu passenden App. Was ist denn das? Ein kleiner Imbus. Die App kann ich euch auch kurz zeigen. Die ist nicht besonders aufregend, aber gehört ja der Vollständigkeit halber dazu. Und hier gibt es noch so Schmetterlingsschrauben. Das ist jetzt nur eine, die andere ist schon verbaut. Und zu guter Letzt noch Silikon. Könnt ihr euch braten. Njam, njam, njam. Schön kross, bis es aufploppt. Hier steht so Do Not Eat drauf, aber die wollen euch einfach nur diese Köstlichkeit vorenthalten. Und ihr seid doch eigentlich alle volljährig, oder? Ich habe keine Zuschauer, die das tatsächlich ernst nehmen. Und hier gibt es auch noch das hier dazu. So eine kleine Transportbox. Ist eine Hartschale und dann kann man das dann halt hier drin verstauen und ein bisschen Zubehör. Da war jetzt alles im Großen und Ganzen drin gewesen. Stativ, es ist ein Standardstativ. Ist im Übrigen aus Metall. Das ist alles sehr, sehr robust gemacht, davon abgesehen. Auch hier bei den Gimbal selber dominiert Metall. Der Griff ist hier allerdings auch gummiert. Das ist natürlich sinnvoll, damit er besser in der Hand liegt. Hier ist eine Standardaufnahme auf der unteren Seite für Stativ. Also man kann jetzt das Stativ nehmen, was halt mitgeliefert wurde. Man kann aber einfach ein anderes nehmen. Ist wie gesagt genormt, daher passt das. Wir haben hier allerlei Bedienelemente auf der vorderen Seite. Power-On-Taster, drüber Modus-Wahl-Taster. Hier ein Schiebetaster für Zoom, rein oder raus. Und das ist ein Joystick, oben und links, rechts. Damit kann man natürlich den Gimbal selbst bedienen. Hier ist noch eine LED-Anzeige für den Akku- und Ladezustand. Hier noch eine Taste. Zweimal tippen und das Ding geht wieder in den Ausgangszustand zurück und gedrückt halten war etwas anderes. DC-Out, DC-In. Ja, ist ein bisschen verwirrend. Hier haben wir einmal Micro-USB und einmal USB-A. Denn das Ding beinhaltet auch wieder eine Powerbank, daher auch das kleine kurze USB-Kabel. Damit können wir auch direkt dann das Smartphone mit Strom versorgen oder die Kamera. Ist halt 5 Volt Standard. Und DC-In, ne? Da kann man halt das Gimbal wiederum aufladen, ne? Was man halt so braucht. Ja, hier wieder 3 Gelenke, ist ja klar, das ist eigentlich so Standard. Ne? 1, 2 und 3. Sperren kann man die nicht, also die können nicht gelockt werden. Und ja, die Verarbeitung ist wirklich top. Und ihr seht ja schon, dass die Aufnahme jetzt hier von dem Gimbal selber für das Telefon, beziehungsweise für das, für eine Kamera, ein bisschen anders aussieht. Es liegt halt daran, naja, es muss halt eine Multi-Aufnahme sein. Hier steht auch Multi da. Und das ist echt ganz gut gelöst. Ich finde auch so ein bisschen, das Ding ist ja an sich schwarz, aber die Schrauben, die Schmetterlingsschraube und dieser Hebel hier ist in Rot. Das finde ich eigentlich recht sexy, muss ich sagen. Es hebt sich nochmal so farblich ein bisschen ab. Kleine Designelemente finde ich, nehme ich mal ganz dankbar entgegen. Macht das Leben mal ein bisschen bunter. Können wir hier lösen, die Schraube, und da kann ich jetzt die Aufnahme hier komplett rausnehmen. Die sperrt hier allerdings zunächst, was vielleicht auch gar nicht mal so blöd ist, wenn hier noch eine Kamera drin hängt oder ein Telefon. Und jetzt drücke ich hier rein und jetzt kann ich tatsächlich die komplette Aufnahme rausnehmen. Das ist sozusagen so eine Art Schnellspanner. Das kennt man Fotografen unter euch oder Videokünstler. Keine Ahnung, wie man jetzt Leute nennt, die einfach nur ein Video machen. Die werden das ja kennen. Das ist halt so eine Stativaufnahme im Prinzip.
Ja, das hier ist jetzt hier befestigt und muss nicht sein. Es gibt ja noch so eine zweite Schraube. Das kann ich jetzt stattdessen auf eine Kamera setzen. Hier nehme ich jetzt mal, ich habe jetzt leider keine andere mehr. Meine Lumix brauche ich halt gerade, ist ja klar. Ich denke mal, es öffnet sich. Würde ich jetzt hier allerdings das mal mit dich nehmen. Ach, jetzt verstelle ich mir gerade alles. Weil, ich muss sagen, ich wurde mit diesem Problem vorher noch nicht konfrontiert, aber das Gimbal, das muss hier ausbalanciert werden, ansonsten funktioniert das nicht richtig. Dann brummt das unter Umständen einfach nur oder macht völligen Blödsinn, weil es sich halt nicht schafft, sich richtig einzustellen. So, ich nehme das Ding jetzt hier mal mittig. Ich denke mal, das wäre jetzt hier am sinnvollsten. Das finde ich auch super nice. In der Mitte ist jeweils ein Gewinde. Ja, und damit die Schraube, die ist jetzt zwar lose und kann hinterher geschoben werden, was natürlich sinnvoll ist zum Austarieren, aber die Schraube kann jetzt selbst nicht rausfliegen. Ich muss die in der Mitte wieder in das Gewinde machen und da rausschrauben. Super nice. So, jetzt, ja, die Kamera hier, ist irgendein altes Samsung-Ding, hat auch schon eine Aufnahme für Stative und ist, wie gesagt, alles genormt. Das ist immer super. Also schraube ich jetzt hier das Gegenstück dran. Okay. Und jetzt kann ich das einfach reinschieben. Und fertig ist die Laube. Jetzt natürlich hier jetzt noch mit der roten Flügelschraube das noch festmachen. Und schon steht's. Ich denke mal, von der Perspektive geht es jetzt ein bisschen besser. Ihr seht, es ist halt nicht austariert. Und mag das Gimbal jetzt überhaupt gar nicht. Also muss ich jetzt zusehen, dass ich das jetzt hier ein bisschen erstmal in die Richtung ein bisschen austariere. Und auch jetzt noch in die Richtung. Also einmal so und einmal so. Es muss halt genau mittig sein. Jetzt nicht Wasserwagen gerade, sage ich jetzt mal. Aber es muss schon klar gehen. So, jetzt habe ich es fast. Ich habe jetzt hier nochmal, das werde ich jetzt kaum sehen, aber hier ist so eine Schraube, damit kann ich den Arm jetzt noch ein bisschen reinschieben. Ist auch eine Möglichkeit, das auszutarieren. Und schalten es mal an. Er dürfte sich jetzt eigentlich nicht viel bewegen. Ja, es bewegt sich nicht viel. Gut, der macht jetzt natürlich noch nach vorn. Und schon ist er einsatzbereit. Also wenn er es richtig krass brummt, dann stimmt halt was nicht. Dann hat er es noch nicht so richtig drin. Und der pumpt jetzt trotzdem immer noch so ein bisschen. Ich bin jetzt mittlerweile am Überlegen, ob durch das Ganze ausprobieren, ob ich jetzt eventuell das Ding so ein ganz kleines bisschen beschädigt habe. Schön. Jetzt habe ich die Möglichkeiten, das halt manuell natürlich, gerade wenn ich das Ding auf dem Stativ stehen habe, kann ich jetzt eine schöne Rundumaufnahme machen, indem ich das halt einfach um die eigene Achse drehen lasse. Das geht ganz fantastisch. Und geht auch relativ schnell. Es ist ein kleiner, starker Motor drin. Und das geht natürlich auch. Und jetzt gibt es verschiedene Modi, wie ich das schon angekündigt hatte. Aber davor nochmal ausgeschalten und ich möchte, dass ihr auch noch seht, wie es halt ausschaut, wenn ich das Stativ verwende. Macht das Ganze jetzt noch ein bisschen sicherer jetzt für mich. Wunderbar. So sieht es dann aus. Kann schon was. Ich mache es jetzt nochmal an. Und ich blende euch dann jetzt mal ein stabilisiertes Video ein. Das habe ich jetzt gemacht eben mit dem Humidigi. Weil das Humidigi, das macht natürlich fürchterliche Videoaufnahmen, wenn man jetzt einfach nur ohne Gimbal mit dem Gerät durch die Gegend läuft. Und ja, während man dann halt so seine Aufnahmen macht, hat man verschiedene Möglichkeiten, die verschiedenen Modi, die man da eben wählen kann. Und damit kann man im Großen und Ganzen einzelne Bewegungen sperren. Einmal klicken, schwenken folgt, das ist der Standardmodus, sowie die Neigung als auch die Rollachse sind gesperrt. Die Kamera kann sich nach links oder rechts bewegen. Zweimal klicken, Rollachse gesperrt, Kamera kann sich nach links, rechts bewegen und nach oben, unten neigen. Dreimal klicken, die Kamera bleibt in ihrer aktuellen Ausrichtung. Viermal klicken, Neigungsachse, Rollachse und Schwenkachse folgen. Schön. Jetzt noch als kleinen Vergleich blende ich euch noch ein Video halt unstabilisiert ein. Und da kann man sehr gut sehen, dass das Video jetzt halt nicht stabilisiert ist. Aber vor allem kann man den Mehrwert von dem Gimbal jetzt nochmal ganz gut erkennen. Weil die vorherige Aufnahme war einfach mal viel, viel sauberer gewesen. Aber hier eins vorweg, was jetzt das Smartphone angeht. Der hat immer diese Brummgeräusche. Es ist, vibriert immer leicht. Ich konnte es halt nie 100% austarieren. Hat der mit aufgezeichnet. Und das, ist natürlich dann das Hintergrundgeräusch, um mit zu vernehmen. Ist nicht unterbrochen am Start, aber ist halt am Start. Schön. Dann jetzt noch zur App, die heißt HOLM Gimbal. Und machen wir das Gerät verbinden. Vorher muss natürlich das Gerät auch an sein. Und jetzt sucht er das Ganze. Also ihr seht, es ist im Großen und Ganzen eine Kamera-App. Das speichert das natürlich auch auf dem Telefon selber, sehr klar. Wenn ich das Gimbal jetzt anschalte, connectet er auch automatisch gleich wieder mit dem Gimbal. Das ist schon ganz praktisch. Und jetzt kann ich das halt steuern. Zum Beispiel Zoom, wie ihr seht. Oder halt raus. Ist stufenlos, wie ihr seht. Macht nicht so viel Sinn hier mit dem Telefon, weil der nur digitales Zoom zur Verfügung stellt. Aber egal. Auslösen war, das muss ich gerade selber überlegen, ich glaube der Power-On-Taster. Ja genau, hat gerade ein Foto gemacht und hat es jetzt gleich gespeichert. Kann man sich dann links unten einfach anklicken und auswählen. Mit manchen Tasten kann ich jetzt natürlich das Gimbal steuern, mit manchen dann wiederum das Smartphones. Ja klar, so wie zum Beispiel den Joystick. Hier kann ich noch einen Panorama-Modus auswählen, hier kann ich die Videokamera auswählen, hier kann ich auch natürlich auf dem Display selber auslösen, Frontkamera einstellen, zurück. Komme ich jetzt bloß zurück als zum Verbinden, Bildschirm. Hier gibt es noch ein Einstellungsmenü und da kann ich Weißabgleich, ISO, solche Sachen einstellen. Es gibt ja aber auch noch eins. Das ist hier das Rädchen.
Und da komme ich zum Beispiel in die Gimbal-Settings, wie ihr hier seht. Und da kann ich ja, schwenken, kippen, neigen, mit welcher Nachfolgegeschwindigkeit. Joystick-Geschwindigkeit kann ich auch einstellen. Wenn ich das Joystick verwende, wie schnell der dann sich dreht oder kippt oder neigt immer so weiter. Beziehungsweise das Joystick zum Beispiel umkehren, was natürlich auch ganz, ganz praktisch ist. Dann haben wir soweit alles von diesen Multi-Gimbal. War für mich jetzt echt mal eine ganz neue Angelegenheit und war auch ganz froh, dass ich das mal testen konnte, dass ich sowas mal in den Händen hatte. Das ist echt, die Welt der Gimbals ist ja schon recht interessant, weil klar, Kameras, beziehungsweise auch moderne Smartphones sind heute videostabilisiert, aber da kann man mit so einem Gimbal natürlich noch mehr rausholen, abgesehen davon, dass man mit einem Gimbal natürlich immer ein bisschen mehr Freiheiten hat. Mit 159 Euro hier natürlich bedeutend teurer als das Smartphone-Gimbal, was ich jetzt mal vorgestellt hatte. Aber das ist jetzt natürlich im Speziellen für Leute, die sagen, okay, ich habe halt eine Kamera oder ich habe ein GoPro und ich habe ein Smartphone und ich will das dann halt alles ein bisschen flexibel gestalten. Ich will halt nur ein Gimbal dafür haben, aber ich will es halt für alle drei Produkte nutzen. Ist das natürlich nicht schlecht. Wie gesagt, für Sony im Speziellen gibt es noch ein Kabel, damit man hier die Tasten dann halt auch für die Kamera nutzen kann. Und die Stabilisierung selber, ihr habt es ja gesehen, also das ist ja wirklich furchtbar hier mit dem Telefon. Also logisch, das ist auch echt günstig. Ich will das jetzt nicht runter machen, ein Video zu drehen. Und das Ergebnis ist dann echt nice. Ich bin ja sogar gerannt und jetzt bei den Rennen hat das Gimbal einiges ausgeglichen. Das war schon ganz gut. Negativ eben ist mir aufgefallen, dass wenn man das halt nicht vernünftig kalibriert, dass es halt die ganze Zeit so ein bisschen brummt. Und wenn man dann zum Beispiel das Mikrofon vom Smartphone noch einen Ton mit aufnimmt, hat man das dann halt jedes Mal mit dabei. Gibt es auch interessante englischsprachige Tests zu dem Gimbal hier. Kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Ansonsten kann ich euch bloß andere Videos von mir nahelegen. Nicht wahr? Mein Zweitkanal ist wieder immer noch viel los, dürfte klar sein. Rätseln mit Samin, sehr spannendes Thema. Da löst Samin Rätsel und Lockpicking ist auch ein sehr spannendes Thema. Da öffne ich dann Schlösser und zeige euch, wie das geht und zeige vor allem auch, auf welche Sicherheit welche Schlösser jeweils dann bieten, auch in Bezug auf den Preis. Ansonsten natürlich noch meine Website moschus.de. Da schreibe ich auch zurzeit wieder sehr aktiv kleinere Artikel, Angebote, beziehungsweise der gute Daniel, der schreibt ja immer noch mal verschriftlichte Reviews. Gewinnspiele habe ich noch am Laufen, die findet ihr am Forum. Gibt es jetzt eine direkte Verlinkung oben über die Reiter. Ich habe das mal so ein bisschen, das alles ein bisschen modernisiert und übersichtlicher gestaltet. Auch die Tabelle mit meinen persönlichen Smartphone-Empfehlungen von 40 bis 150 Euro, glaube ich. Ein paar Tablets sind auch dabei und aktuell ein Notebook für 164 Euro. Die ist jetzt auch ein bisschen besser zu erreichen, aber die findet ihr auch in der direkten Verlinkung in der ersten Zeile und in der Videobeschreibung. Ansonsten sehen wir uns hoffentlich zum nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao.